Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dr. Pirk spielt XCOM 2012. Erstmal gucken, was wir beim letzten Mal eingesammelt haben, was wir verticken können. Surgery, Stasis Tanks. Floater Corps, so viele brauchen wir davon auch nicht, glaube ich. Gut, verkaufen wir den Kram einfach mal. So. Und wir können ja jetzt forschen. Wir haben ja jetzt neue Forschungsobjekte, insbesondere den Muton und den Berserker. Da fangen wir mal mit dem Muton an. Das geht schön schnell. Ups. Habe jetzt die Zwischensequenz weggeklickt. Naja, gut, wir werden es überleben. Ist ja nichts Neues. Excavation complete. Aha, okay. Seine Research, first impression, Captain Newton would appear to be among the least intelligence of any of the alien species we encountered hiking in Putrescian form. We were surprised to discover a great deal of knowledge had been ingrained in the subject's memory. We realized during the interrogation process that it was only logical for the aliens to provide the Muton with complete understanding of their weaponry and tactics, as this beast represents their most formidable frontline combatant. Ja, das macht einen gewissen Sinn. Bla bla bla. Also wir können jetzt Plasma Weaponry, deswegen haben wir das gemacht, können wir jetzt effizienter erforschen. Und das werden wir gleich mal gucken, ob das stimmt. Ja, das dauert jetzt nur noch einen Tag. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Hurra. Perhaps it was inevitable that we eventually be called upon to develop a weapon of this kind, just as we did with the advent of laser-based weapons. By concentrating our efforts on a single-focused discharge of plasma and ignoring some of the previous design constraints regarding size, weight and rate of fire, we've developed an extremely lethal long-range weapon. Our sniper would undoubtedly be pleased with this weapon's ability to devastate hostile targets from previously unheard of distances. Ja, das ist soweit nicht ganz richtig. Meines Wissens hat das Ding die gleiche Reichweite wie Laser-Plasma... Quatsch. Laser-Sniper-Rifle. Aber wir können die Dinger jetzt bauen. Das ist das Wichtigste. Und da wir ja unseren Research-Credit haben, dann würde ich sagen, dann erforschen wir gleich nochmal Heavy-Plasma. Und bauen schon mal zwei Sniper-Rifle. Kosten zwar 200, aber die sind es wert. Die sind es sowas von wert. Mhm. Ah, unser Illyrium Generator. Sehr gut. Okay. Heavy Plasma, thank you. Oh Gottes Willen. We've struggled to maintain test environment that minimizes safety risks involved in these experiments, bla bla bla. Although we spent a great deal of time studying the alien's own heavy plasma rifle, there are still a number of questions surrounding its enhanced functionality. Maintaining an acceptable level of energy efficiency while also increasing the weapon's output was not an easy task. The primary constraint of increasing the output was the added weight involved by the inclusion of a larger power cell. While this issue may not have affected some of the brutal soldiers employed by the aliens, yeah, okay, klar, there are limits to what our soldiers can realistically carry. However, by redesigning the power management, we've managed to strike a balance between all of these concerns. Okay. Heat buildup continues to be a concern. Our troops will have to be aware of this when firing the weapon in rapid succession. Ja gut, geringe Muni-Kapazität, aber das gilt ja für alle Heavy-Waffen. Wir können jetzt sowohl die gefundenen im Feld benutzen, was noch nicht relevant ist, weil wir noch keine gefunden haben. Und wir können welche bauen und wir können Schiff-Plasma bauen. Ja, gut. So, wichtig. Ja, so, dann können wir ja auch den Berserker interviewen. Und jetzt gucken wir uns die Zwischensequenz mal an. Das ist nämlich, glaube ich, die gleiche wie beim Muton, nur dass die Farbe anders ist. Aber ist ja auch nichts Aufregendes. Ja, puff, bum, bum, bum. Nee, nee. So. Okay. Können wir auch Heavies bauen? Quatsch, Heavy. Wie viel kosten die? Ah, können wir zwei von bauen. Machen wir das gleich mal. Okay. Gut.
Integration complete. This captive was even more violent and aggressive than we expected, exceeding the previous limits established by the floating mutant species. Despite heavy sedation, it is virtually impossible to control the subject, leaving us with little recourse other than to increase the vigor of our tactics. After probing supervision, blah blah blah. Find appropriate stimulus to calm the beast, okay? By observing the subject's movements while burdened by the massive suit of armor it is outfitted with, we've gained enormous insight into how the invaders approach the difficult design questions associated with creating a heavy armor suit. Okay, wir können jetzt also besser Armor bauen. Gut. Beziehungsweise erforschen. Aha. Fünf Tage? Wie lange braucht die? 4 Tage? 8 Tage. Mhm. Dafür brauchen wir immer 10 Tage. Na gut, dann bauen wir mal den Titan Armor. Erforschen wir den mal. Okay. Na, Aliens, habt ihr noch mal was für uns? Commander, the Council is requesting a direct link on a secure channel. Aha. Stand da gerade Saving? Hat das Spiel automatisch gesaved gerade? Ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Okay. Reports indicate sightings of alien activity within a large cemetery located near a major Japanese city. Details are still coming in, but if the aliens are using this area as a staging point, we need to stop them in their tracks. Bomb disposal. Ja, ein bisschen Geld. Scientist, panic reduction. Ja, ist okay. Machen wir. Excellent. We look forward to seeing your progress. Ich glaube, diese Missionen sind relativ einfach, also vergleichsweise. Deswegen können wir jetzt mal einige von unseren Colonels zu Hause lassen. Wir haben noch 2, nämlich Mr. Martin und Moment, mal gucken. Nehmen wir dir erstmal deine Sachen weg. Mr. Martin und D43H1, ihr seid noch niederen Ranges, nämlich Captains, wenn ich das richtig sehe. Würde ich sagen, nehmen wir euch mal mit. Ja. Und wen lassen wir nochmal zu Hause lassen? Ja, lassen wir dich auch mal zu Hause. Erstmal haben wir genug. Das bleibt mal hier. Axor bleibt auch hier, obwohl wir den ja eigentlich im Moment nicht brauchen. So, und dann nehmen wir dich mit. Rüsten dich aus. Nehmen wir eine Alien Grenade mit. Oder? Ja. Aber nicht. Geben wir dir mehr Rüstung. So, wen können wir noch? Wir haben Captain. Der Rest ist Colonel. Gut. Und wir so gesehen ganz gut aufgestellt. Ihr habt Scopes, Medkit, Frag Grenade. Ne. Nehmen wir eine richtige Granate mit. Achso, und wir, ja, klar. Heavy Plasma. Ja, schon eine ganz schöne Wumme, ne? Und du kriegst jetzt das Plasma Sniper Rifle. Und du natürlich auch. Okay, dann gehen wir es mal an. Strike 1. Prepare for landing. You'll be heading into Japan for the next mission. Mhm. Und die Karte wird uns nicht angezeigt, ist geheim. Mhm, okay.
Aha. Ja, das sieht mir nach einem Friedhof aus. Strike One, we've detected what looks like a plasma bomb. In a cemetery of all places. Aha. If I had to guess, I'd say the aliens intentionally picked the most centralized location they could find. Okay. If we don't disarm the weapon before it reaches full power, the surrounding city will be completely wiped out. No. Our sensor readings indicate that the device is some sort of priming mechanism. Mm-hmm. The aliens are transferring power from it directly to the bomb itself. Okay. Disabling this power node should give you more time to find and disarm the explosive. New objective received. Okay. Also vom Prinzip, für jedes dieser Dinger, das wir ausschalten, kriegen wir eine Runde mehr Zeit. So, jetzt haben wir schon mal eine Runde mehr. It seems you've bought yourself some time, but you still need to hurry, or, well, you know. Ja, ja. Na, Spiel. Wo haben wir denn noch welche? Da ist noch was. Wie sieht das hier überhaupt aus? Das ist ein zentrales Gebäude und hier geht's links und rechts drumrum. Gut, das. Und was ganz gut ist, diese ganzen Grabsteine geben uns gut Deckung. Aliens haben wir noch keine gesehen. Ja, da hast du volle Deckung. Du gehst nach hier. I feel, Commander. I'm on it. Mhm. Roger that. Scanning. Come get some. Got it covered. Okay, Waffe wechseln und Overwatch. So, dann mal gucken. Okay, das war ja sehr übersichtlich. Okay, hier war noch nix. Es ist ein bisschen Tombstone Hopping, aber das ist ja. Schadet ja nichts. Wir werden wahrscheinlich irgendwie. Oh, mit Nebel. Oh, Nebel in der Gruft. Eieieiei. Okay, da ist gleich noch eins. That'll buy us a little more time. Ja, we still need to find that bomb. Das stimmt. Wo sind denn unsere Leute? Die sind. Brauchen wir noch einen zweiten für die Seite. Okay. Got it covered. Got it covered. Obwohl, vielleicht sollte einer mal ein bisschen weiter rüber gehen, damit wir hier so zur Seite noch gucken können. Overwatch, aye aye. Overwatch, aye aye. Roger, I've got my eyes on. Overwatch. Na, Aliens? Mhm. Habt ihr keine Lust? Sieht so aus. Ich sehe immer noch keine. Dann hat das Spiel vergessen. Spiel wird er wohl nicht vergessen haben, die Alien job, Aliens auf die Karte gesetzt zu haben. Das wäre ja blöd. Na? Mhm. Excellent. That's another one down. Ja, stimmt. Na, Spiel? Ah.
reingucken können wir da nicht. Aber bevor wir da reingehen, machen wir erstmal die Seiten, würde ich sagen. Overwatch, aye aye. Affirmative, covering now. Die Bombe wird ja wahrscheinlich auf der anderen Seite der Karte sein. Der Logik des Spiels. So, Aliens? Nee? Nee. Aha, na, also. Hm. Das ist ja ein bisschen blöd, da kommen wir ja nicht so gut hin. Mal warten, dass er rauskommt. Affirmative, covering now. Ja, andere Möglichkeit sehe ich da im Moment nicht. Roger, I've got my eyes on. Ihr bleibt mal erstmal da, wo ihr seid. Also du zumindest, nicht, dass wir noch wen anders triggern. Weil auch wenn es nur Thin Men sind, wir wollen ja nicht mehr... Ups, gegen mehr kämpfen als nötig. So, dann mal gucken. Okay, einer wäre weg. Aha. Ich glaube, du bist nach da gelaufen. Wollen wir einfach mal testen? Catch. Ah, da hinten bist du. Aber da war auch einer. Jo. Das habt ihr gehört, ne? Oh, 6 Stück auf einmal. Ne? Das wird ein Spaß. Okay. Wow. Zu denen? Wir sehen genau gar nichts. Jetzt sehen wir was. Wieso das? Wen siehst du denn? Ach nee, du kannst einfach was sehen. Okay, verstehe. Wechsel doch mal die Waffe. Und was kannst du denn sehen? Den kannst du sehen und den kannst du sehen. Die haben blöderweise beide Deckung. Das heißt, wir können nicht mit in the zone operieren. Den müsstest du doch auch sehen können. Den werden wir los. Ja, dann probier's mal. Nee, aber jetzt hat er keine Deckung mehr. Was uns allerdings nicht viel bringt, weil wir nicht mehr... Keiner mehr haben, der auf dich schießen kann, oder? Doch, klar, haben wir. Cut him down.
Overwatch, okay. Wir sehen nicht, wo du hinläufst. Hallo? Okay. Kamera, du verwirrst mich gerade. Ah, auf dem Dach. Okay. Okay, der war auch weg. Oh, aufgestiegen. Das ist sehr gut. So, da haben wir jetzt ja eine schöne Auswahl, auf die wir schießen können. Dann schieß erstmal 52, 52, 52. Warum? Weil die Deckung haben. Hm. Wieso siehst du den da hinten eigentlich nicht? Der ist doch genau... Den musst du doch sehen. Oh, nochmal drei. Wow, jetzt wird's aber spaßig hier. Also in so großen Mengen sind dann auch Thin Men unangenehm. Wir können ja das Problem mit der Deckung hier einfach mal beheben, würde ich sagen. Wenn wir es schaffen, hier reinzuschießen. Und bitte nicht vorbeischießen. Come on. Okay, Deckung gibt es da jetzt keine mehr. Allerdings auch nichts mehr, worauf du schießen kannst. Das stimmt. Aber hier haben wir noch was zum Beschießen. 72 und 72. Probier es einfach mal. Gut. Warum siehst du die nicht? Da ist wahrscheinlich das Gebäude da im Weg. Hm? Ja, jetzt kannst du sie sehen, aber jetzt kannst du nicht mehr schießen. Ah, wie schön. So, du hast schon geschossen. Kriegen wir den Thin Man danach irgendwie beseitigt. Wer ist denn überhaupt noch fähig, irgendwas zu machen? Du kannst noch was machen. Ist da hinten. Och nö, du siehst den nicht. Na gut. Hop in smoke. Ach so, und ich darf vor lauter Aktivität hier nicht vergessen, ich muss die Dinger zwischendurch noch ausschalten. Nicht, dass uns die Bombe in die Luft fliegt. Oh, das ist aber weit. Aber hat gereicht. Sehr gut. Ja, ja. Ich hab's schon verstanden. Bin ich schon dabei. Du schaltest mal das Ding hier aus. That's zero energy on that power node, Strike One. I repeat, power node deactivated. Oh. That's another power node down. Ja, hier ist ja noch alles voller Gift, da müssen wir noch nicht unbedingt durchlaufen. Aber wir haben jetzt ja auch wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Haben wir noch irgendwo, wo wir hin können? Ach du Scheiße, da war noch einer. Ah! It's raining death over here. Oh ja, raining death, aber er trifft nicht. Dich habe ich völlig vergessen, beziehungsweise übersehen. Bitte bring ihn um. Okay.
ist noch alles voller Gift. Geh erstmal nach hier. Overwatched auch. Gucken. Du hast schon. Got it covered. Du brauchst definitiv irgendwie eine bessere Position. Oh, na hier. Roger, I've got my eyes on. Das ist eine perfekte Map, wenn man Flying Suits hat. Dann kann man sich einfach in die Lüfte erheben und sich alles von oben angucken. So, irgendwo laufen hier noch Aliens rum. Das gefällt mir nicht, weil das ist die... Aliens sind noch aktiv Musik. Das kann auch Zufall sein, aber ich hoffe, dass wir hier nicht noch irgendwelche vergessen haben. Das wäre ja sehr peinlich. Kommt da... Ja, da war noch einer. Gut, dafür haben wir die Assaults. Ziehen das Feuer auf sich und können zumindest vom ersten nicht getroffen werden. 52, ne? Wow. Destroyed. Ja, das war, hast du schön gesagt. Dann kannst du... Memo, du bist noch nicht fertig. Du sollst noch das Ding ausschalten. So. Lights out on that power node. Ja, aber die Bombe haben wir noch nicht gefunden. Da ist sie. Okay. Okay, also ich habe ja gesehen, dass unsere Sniper da hinten nicht so auf dieser Map nicht so wirklich viel taugen. Weil sie nicht so viel sehen, deswegen begibst du dich mal ein bisschen nach vorne. Oder schöne ist, gegen Thin Man reichen ja auch Laser Pistols völlig aus. Also da sind wir ja im Moment hier, es ist ein bisschen Overkill eigentlich, wenn es genau nimmt. Nee, du hast schon. Du bist noch ein bisschen hinterher. Du kannst mal noch nach hier. Tut uns übrigens leid an die Verstorbenen, dass wir hier... Aber gut, ich meine, die sind ja tot. Die wird das ja nicht stören, dass wir ihre letzte Ruhestätte etwas illuminiert haben, sage ich mal. Bei den Angehörigen ist vielleicht was anderes. Die werden sich vielleicht beklagen, aber... Bürgerinitiative Gründer, wahrscheinlich sind die eh schon alle von Aliens umgebracht worden. Ups, das wollte ich nicht, das ist eine falsche Taste, egal. Hat ja nicht nur Nachteile, so eine Alien Invasion. So. Well done. Node is deactivated. Habe ich ja unseren Assault ziemlich clever aus dem Spiel genommen. Da solltest du eigentlich hin. Looks like you found the bomb. Ja. Get over there and deactivate it. Keine We Aliens. Have a new objective. Okay. Werden ja vermutlich in nicht allzu ferner Zeit Myriaden von Thin Man erscheinen. Das ist ja üblicherweise so in diesen Missionen, wenn man irgendwas Wichtiges macht. Got it covered. Overwatch. Deswegen gehst du mal doch wieder hier auf sowas, auf so eine erhöhte Position, wo du... Achso, wo du nicht hinkommst, weil wir keinen Flying Suit haben. Na gut, dann erhöhte Position geht nicht, dann bleib mal da. Roger that.
So, jetzt benutzen wir dich aber. Run and Gun geht noch nicht, okay? Da benutzen wir dich nicht. Mhm. Well done. Now you just need to eliminate any remaining hostiles. Mhm. Welche wären? Enemy forces headed your way, Strike One. Da sind ready. Sie. Yep. Objectives updated. Ja, wo sind sie denn? Got it covered. Hm. Ich sehe hier keine Aliens. Du kannst nach da gucken und nach da. Du müsstest welche sehen, wenn hier welche sind. Roger, I've got my eyes on. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir uns zumindest teilweise schon mal zurück am besten. Jetzt müssen wir warten, bis sie hier rein teleportiert werden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Spiel? Ach, jetzt kommt ihr! Oder was? Ja! Einer. Zwei. Okay, der wäre schon mal weg. Drei. Also noch zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay. Oh Gottes Willen, jetzt habe ich gar nicht mitgekommen, wer alles tot ist. Also einige sind tot. So, du hast Lightning Reflexes, das heißt, du kannst... Mal gucken, wo ist denn unser... Du kannst wahrscheinlich... Einen kannst du sehen. Wen siehst du denn? Ja, dann bring den mal um. Dafür haben wir das Plasma Sniper Rifle, ja? Ach. Oh. Wunderbar. So. Aber Nox könnte noch... ein bisschen Action gebrauchen. Wo sind denn noch welche? Da sind noch zwei... Es waren noch 5 oder 6. Oh Gott, 1, 2, Gottes Willen, ja, so viel, schon so viel umgebracht. Das Blöde ist, dass die alle Overwatching machen, deswegen will ich mich ungern bewegen. Ist ja zum Glück auch nicht nötig. Mach du das. 95%, das wird ja wohl klappen. Well done, Strike. Okay, das war's. Wunderbar. Zeros on the bomb's energy signature. Ja, das stimmt. Es ist schon eine Weile ausgeschaltet. Okay. Gut, Bomb Disposal erfolgreich beendet. Nur Thin Man, wie wir sehen, auf einer Karte, die so offen ist, mit so viel Deckung, das war ja eher ein Massaker als eine Mission. Aber na gut. Warum nicht? Also diese Council Missions sind vom Prinzip die einfacheren Mission Types. Zumal, wenn man schon ein bisschen besser ausgestattet ist und wenn es nur Thin Men als Gegner gibt. Weil die werden halt nicht besser. Die sind am Anfang richtig übel, aber inzwischen sind sie halt noch nervig, wenn sie einen vergiften, aber mehr auch eigentlich nicht. Ja, haben wir das sehr erfolgreich gemacht. Kleines Massaker, 18 Aliens erschossen.
gucken, vielleicht haben wir ja ein oder zwei Promotions. I'm continually immerhin ein. By the work of our soldiers. They seem to be extremely efficient. Ja, das ist doch gut. Endlich, die Pockets. Das heißt, du kannst jetzt ein zusätzliches Item mitnehmen. Das ist sehr gut. Na, hat sich auch zumindest in diesem Punkt gelohnt. Und immer noch sehen, dass wir dann Mr. Martin und Nox auch noch eine Möglichkeit zum Aufsteigen verschaffen. Thin Man Corpses, damit können wir echt einen Handel aufmachen. Aber zum Glück haben wir ja die Möglichkeit zu handeln. Und solange wir noch Council Missions und Abduction Missions haben, kriegen wir auch immer noch neue Thin Men nach. Da können wir auch wieder welche verkaufen. So. Okay. Gut. Ja, da würde ich sagen, war's das für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit mehr XCOM. Also, bis dann. Tschüss.